Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie ihr das erste Abi Battles Badge in Piggy bekommt. Um die Piggy Challenge in Abi Battles zu gewinnen, müsst ihr natürlich erstmal in Piggy reingehen. Dafür gehen wir jetzt hier zu dem Piggy Portal, klicken auf Go und dann geht's ab zu Piggy. Dann landet man erstmal in Piggy drin, alles ist cool. Und wenn man bei Piggy ist, dann steht hier unten rechts, also ist es noch nicht da, jetzt hier Abi Battles Championship. Da klicken wir rauf und dann werden wir rüber tippet in, wie ist nochmal der Entwickler von Piggy? Wird hier gleich stehen. Minitoons Place Nummer irgendwas. Und da ist dann das Piggy-Event. Wir können hier auf Enter drücken und dann geht's los und da haben andere Leute schon einen Vorsprung. Wenn andere Leute einen zu hohen Vorsprung habt, dann wartet einfach ab, bis die gewonnen haben, sonst habt ihr keine Chance. Und dann wartet, bis die nächste Runde losgeht. Aber wenn ihr dann drin seid, müsst ihr einerseits hier Drähte finden. Drähte findet ihr an verschiedenen Stellen. Die Spots sind leider, werden leider tatsächlich immer ein bisschen geswappt. Aber hier ist häufig ein Draht. Bonk, ich wurde gebonkt. Wenn Sabrina euch bonkt, dann ist blöd, aber ihr seid nicht tot, sondern ihr müsst warten. Lass mich weiter. Sabrina, jetzt lass mich doch. So, dann können wir zum Beispiel hier hingehen und dann hier schon mal den ersten Draht platzieren. So, dann holen wir uns diesen Draht, der hier immer liegt. Da ist wieder eine Sabrina unterwegs. Ich laufe hier einfach lang, pack dann den Draht hier rein und dann hole ich mir den nächsten Draht, der meistens entweder da liegt oder da hinten liegt. Da gucken wir jetzt nach dort. Da, diesmal liegt er dort, manchmal liegt er da hinten. So, den Draht holen wir uns und merkt euch, was auf diesem Bildschirm drauf ist, darauf komme ich gleich zu sprechen. So, packen wir den Draht hier rein. Und wenn ihr diese drei Drähte platziert habt, dann könnt ihr da langlaufen, wo Sabrina gerade langläuft. Geht hier durch und der Safe ist offen. Klickt dann auf den Schlüssel und lauft dann zum grünen Safe. Und wo der grüne Safe ist, ändert sich tatsächlich auch. Diesmal ist der grüne Safe hier, manchmal ist der grüne Safe woanders. Öffnen wir und haben den ersten Draht. Oh Gott, ich bin in Sabrina reingelaufen. Und wir müssen insgesamt drei Drähte finden. Also den grünen Draht, den Violettdraht und den blauen Draht, glaube ich. So, grün ist an zweiter Stelle, aber darüber sprechen wir gleich. Blau an erster Stelle. So, sobald wir diesen Draht hier platzieren, haben, kümmern wir uns um die Farben. Wir haben hier solche Bildschirme verteilt. Wenn der erste Bildschirm blau ist, heißt das, die erste Farbe ist blau. Wenn die letzte Farbe gelb ist, heißt das, die letzte Farbe ist gelb. So, und dann haben wir da hinten nochmal gelb, also blau, gelb, gelb, gelb hinten. Okay. Blau, grün, gelb, gelb. So, blau, grün, gelb, gelb. Dann gehen wir einfach mal hier zu dem Pattern und geben ein blau, grün, gelb, gelb. So, und dann öffnet sich das Ding. Der Code ist natürlich jedes Mal anders. Das heißt, ihr müsst auch jedes Mal nachgucken. So, jetzt müssen wir den Liedern einen Safe finden. Ich hoffe, das ist der hier. Nee, das ist gar kein Safe. Ich bin dumm. Ich hoffe, es ist der da. Der war beim letzten Mal immer der grüne Safe, aber jetzt ist es der. Ah, Sabrina ist nicht mehr hinter mir. Wie schön. Dann haben wir das Purple Wire. Können es hier eingeben. Und jetzt müssen wir nach Zahlen suchen. Und Zahlen sind auch überall auf der Map versteckt. Und zwar eine ist immer hier. Da sind so vier Kästchen. Das dritte Kästchen ist schwarz, das heißt, die dritte Zahl ist 9, weil da steht eine 9. Dritte Zahl ist 9. Dann haben wir hier 1, da ist die vierte Zahl 8. Also 8, 9 haben wir hinten. Ihr könnt Leute übrigens manipulieren, indem man das hier macht. 9, 8 haben wir hinten. Dann ist hier 3 an zweiter Stelle, das heißt 3, 9, 8. Und die erste Stelle, die finden wir dann da hinten. 3, 9, 8, 3, 9, 8 müssen wir uns jetzt merken. Ich hoffe, ich merke mir das. Nein! Ah! 3, 9, 8, 3, 9, 8, 3, 9, 8. Darf ich weiter? Please, 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 please. 3, 9, 8. Darf ich weiter? Dankeschön, 398. Und die erste Zahl steht immer hier. 398. 6398, okay. Also, geh da weg. 6398. So, haben wir den blauen Schlüssel. Mit dem blauen Schlüssel gehen wir dann zum blauen Safe. Der müsste nach dem Ausschlussverfahren dann direkt hier stehen. Sabrina, bitte. Ja. Ja, natürlich hat Sabrina mich gebongt. Sie war doch eben noch hinter dem anderen. Okay, aber wir haben den blauen Draht. Please, jetzt lass mich doch endlich ran. Oh, komm schon. Ich muss das alles zweimal machen. Ich sehe schon, weil der eine Typ das schon durchgespielt hat. Aber so kriegen wir auf jeden Fall die erste Hälfte hin. Und wenn wir dann den blauen Draht platziert haben, geht's ins Weltall rüber für den zweiten Teil der Challenge. So, und wenn wir dann ankommen im zweiten Teil der Challenge, werden wir von DJ Monopoly... Oh, diesmal tatsächlich nicht gebongt. Ausnahmsweise. Jetzt müssen wir einen Schraubenzieher und Batterien finden. Eine Batterie ist immer hier. Zumindest in den Malen, die ich probiert habe, war die erste Batterie. Batterie immer hier. Die Batterien können wir dann in solche Fächer packen. Also hier einmal rein. So, eine Batterie. Hier in dem Raum lag auch immer eine Batterie oder ein Schraubenzieher. Jetzt haben wir diese Batterie. Die kommt dann da hinten rein. Bitte nicht. DJ Monopoly, komm schon. Jetzt geh weiter. Danke, dass du weitergehst. Ach ja, aber hier ist jetzt schon jemand am Ende. Ich will das nicht gleich nochmal machen müssen, nur um es euch zu zeigen. Aber okay. Packen wir die Batterie einmal hier rein. Was der eine Typ blockiert. Ehrenlos. So. Und jetzt müssen wir noch einen Schraubenzieher finden, der auch irgendwo versteckt ist. Vielleicht auf dem Boden. Hier ist der Schraubenzieher. Okay, den Schraubenzieher. Damit gehen wir dann zu den drei Dingern hier. Müssen einmal zweimal hier auf das Ding klicken, um es halt zu drehen. Dann ist hier vorne noch eine Stelle, wo wir den Schraubenzieher drehen müssen. Ich hoffe, ich kann das machen. Ja, hier haben wir einmal Schraube gedreht. Und dann, wenn DJ Monopoly weg ist und ich nicht mehr gebonkt bin, dann... Jetzt lass mich. So, ich rast gleich aus. Dann hier noch zweimal drehen. So, und wenn die Dinger gedreht sind, dann sind Hinweise auf der Map endlich freigeschaltet. Einen Hinweis haben wir
immer. Jetzt kommt der gleich, oder? Haben wir hier? An der vierten Stelle kommt ein Hashtag. Vierte Stelle ist Hashtag, könnt ihr euch merken. Bei mir jetzt. Bei euch ist der Code anders. An der dritten Stelle ist ein Hashtag. Also Hashtag, Hashtag haben wir hinten. Alter. Und wir machen das Ganze gleich nochmal. Einfach nur, weil jetzt jemand anderes, der schon die ganze Zeit einen Vorsprung hatte, gewonnen hat. Wir haben es eigentlich perfekt durchgespielt. Muss ich jetzt ehrlich mal so zugeben und mich loben. Was sagst du dazu, Felix? Ich finde auch. Es war eigentlich perfekt. Es war eigentlich perfekt, nur da waren schon andere Leute mit einem Vorsprung. Ja. So. Also machen wir es jetzt noch einmal ganz schnell nochmal und da werde ich jetzt nicht mehr so viel labern, weil ihr es ja alle gecheckt habt. So, los geht's. 7 ist die erste Zahl. Den ersten Draht aufheben. Grün ist das letzte Ding. Hallo. So. Ich merke gerade, ich habe die Sounds aus, weil meine Sounds Felix Sounds nicht stören sollten. Warte, hier liegt diesmal kein Draht. Oh, so ein Mist, dass jetzt hier kein Draht liegt. Das ist die Sache. Es ist immer woanders. Und das ist nervig. Aber es sind ja immer dieselben Spots, die einfach nur durchgeswappt werden. Das heißt, diesmal wird ein Draht wahrscheinlich mehr hier liegen oder da vorne liegen. So, hier vorne. Ja, da ist der Draht dieses Mal. Ab, nehmen wir mit. So, grünes Ding haben wir. Und dann gehen wir zum grünen Safe, der ja dann hier sein müsste. Ja. So, zweite Stelle ist gelb. Jetzt fangen wir mit Farben an. Gelb, grün, blau, gelb, grün haben wir. Blau, gelb, grün. Blau, gelb, grün. Und da hinten ist blau, gelb, grün. Blau, gelb, gelb, grün. So, blau, gelb, gelb, grün. Jetzt kommt Sabrina und wird mich wegmachen. Blau, gelb, gelb, grün. So, haben wir. Purple Ding haben wir. Und Purple Ding ist am anderen Ende der Map. Alter, Sabrina, jetzt gehst du weg. Purple einsammeln und weiter geht's. Na, Sabrina, ich will kein Date mit dir. Du bist heute nicht sehr hübsch, Sabrina. Das muss ich jetzt mal ehrlich so sagen. So. Und dann müssen wir jetzt auch die Nummern bekommen. Und das fängt an mit der 9 an der zweitletzten Stelle und mit der 3 an der letzten Stelle. 9-3 haben wir hinten. 9-3 an der zweiten Stelle ist die 7. Also 7-9-3. Und die erste Stelle ist immer direkt neben dem Nummernfeld. Also 7-9-3. 7-9-3. So. 7-7-9-3. So, das haben wir. Ich habe den Typen übrigens gebonkt, weil die anderen Spieler sind natürlich eure Gegner. Und es bringt manchmal was, sie ein bisschen zu behindern. 7793. Blauer Schlüssel zum blauen Safe. Auf geht's. Blauer Safe ist hier vorne. Ab. Und los geht's. Als erster im All bedeutet auch als erster gebonkt von DJ Monopoly. Man muss üben. Ich glaube auch nicht, dass man es beim ersten Mal schafft, weil man muss erstmal ein Gefühl für die Map bekommen und wo die ganzen Spots sind. Ich habe es ja auch erst beim zweiten Mal geschafft und Felix auch. Und ich wurde gestunt. Das ist die Sache. Noch bevor es losgeht, wird man von DJ Monopoly gestunt. Das ist das Ehrenlose von ihm. Und er wartet jetzt hier, damit er mich gleich wieder stunnen kann. So, die Batterie haben wir aufgesammelt. Hier ist die nächste Batterie. Gut zu wissen, dass die jetzt hier ist. Bitte nicht. Alter! Es hätte so schön sein können. Aber damit haben wir schon die zwei Batterien gefunden. Jetzt lass mich loslaufen, bitte, DJ. So, rein da, den Schraubenzieher von hier aufheben und dann mit dem Schraubenzieher die Sachen drehen. Zwei, nein, 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 nein. Ach ja, komm, dann stamm mich halt. Alter, okay, das erste haben wir gedreht, der zweite ist dann da, der dritte ist dann da. Und wenn wir die gedreht haben, dann werden die Hinweise aufgedeckt. Da vorne ist zum Beispiel ein Hinweis, aber aktuell können wir noch nicht sehen, was draufsteht, bevor wir nicht das Ding hier gemacht haben. Okay. Also. Drehen wir erstmal alles zurecht. Nein! Wie? Ich bin auch extra gut, er hat mich erwischt. Und er ist da lang gegangen. DJ Monopoly ist halt genau dort, wo ich sein muss. Wenn der nicht da wäre, das wäre so angenehm. Aber so, ab und ab. Und dann gucken wir den Hinweis. An zweiter Stelle kommt ein Hashtag. Hashtag an zweiter Stelle, merken. Zweite Stelle Hashtag. Dritte Stelle Hashtag. Zweite und dritte Stelle sind ein Hashtag. Vierte Stelle ist ein X. Hashtag, Hashtag X. Und den Rest brute-forcen wir jetzt einfach. Wir probieren jetzt alles aus, was möglich ist. Also zum Beispiel 0, Hashtag, Hashtag X. Oder X, Hashtag, Hashtag X. Oder ist gleich, Hashtag, Hashtag X. Und das war's. Und damit haben wir schon gewonnen.
Man braucht nur drei Hinweise finden und dann probiert man einfach alle anderen Varianten aus. So spart man sich ein bisschen Zeit. Wir haben das Game gewonnen. Und den anderen Spielern haben wir einen schlechten Tag bereitet, weil wir das Game gewonnen haben, obwohl ich die Challenge sogar schon geschafft habe. Und so oder so ähnlich gewinnt man bei Abi Battles die erste Piggies Challenge. Das Spiel regt mich so auf, das kann ich verstehen. Es ist stressig, man muss es erstmal lernen, man muss es üben, aber es ist machbar. Und es ist ja jetzt nicht so, als müsstet ihr diese Challenge unter den ersten 10.000 schaffen. Ihr müsst nur die ersten 10.000 sein, die alle Challenges geschafft haben. Und mit jeder neuen Challenge werden mehr Leute aufgeben. Das heißt, es wird wahrscheinlich einfach, wenn ihr bis zum Ende durchhaltet. Und jetzt lasst ein Abo da oder ich esse deine Pets. Bis dann und ciao!